Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da ich oft gefragt werde, was eigentlich so meine Lieblings-Mac-Produkte sind, dachte ich mache einfach mal ein Video darüber. Verzeiht bitte, wenn momentan meine Stimme leicht abkackt. Aber wie ihr wisst, das Wochenende war sehr laut und da musste man auch mal ein bisschen lauter sprechen, also lasst euch nicht davon stören. Ich fange als allererstes mal mit den Unterlagen für das komplette alles, was man danach so draufpackt. Also Pflege in diesem Sinne. Kennt ihr wahrscheinlich aus etlichen Videos von mir die Stroke Cream von MAC. Das ist eine Feuchtigkeitspflege, die man halt entweder unters Make-up machen kann oder sogar mit dem Make-up vermischen kann. Und die hat so einen ganz tollen, perlmuttigen Schimmer. Also man sieht es nur ganz leicht. Ist nicht so, dass das Gesicht danach mega glänzt oder mega schimmert, sondern es gibt einfach nur so ein richtig schönes, frisches Aussehen. Wo ich theoretisch drin baden könnte, ist auf jeden Fall von MAC das Fix Plus Spray. Viele verwechseln das mit einem Fixierungsspray, das ist es nicht. Da hat MAC das ein bisschen blöd gemacht mit diesem Namen Fix. Es ist jetzt nicht so, dass man das über sein fertiges Make-up sprüht und hat danach 24 Stunden das perfekte Make-up, sondern es ist halt, ja, Gurkenwasser quasi. Also es ist mit Kamille, Gurkenextrakt und so weiter, mit Mineralien und sorgt halt einfach dafür, dass wenn man zum Beispiel ein Puder hat, was super stark deckend ist und man das dann hier so sieht, weil es halt einfach auf den kleinen Pflaumenhärchen aufliegt, man sprüht es drüber und das Ganze rutscht einfach so eine Etage tiefer quasi. So dass es halt nicht mehr aufliegt, sondern wunderschön mit der Haut einfach verschmilzt. Was ich euch auch schon mal mit dem Fix Plus in Videos gezeigt habe, ist, dass wenn man einen richtig schlechten Lidschatten hat, so einen bröseligen, der eigentlich gar keine Farbe abgibt, kann man das Fix Plus auf den Pinsel sprühen, dann in den schlechten Lidschatten reingehen und man hat danach eine richtig gut gedeckte Farbe. Dann geht's weiter mit Foundation. Und zwar ist es bei MAC so eine Sache, da es dort wirklich Foundation für jeden Hauttyp gibt. Also jeder wird da was finden. Klar, nicht jeder kommt damit zurecht, aber es gibt auf jeden Fall Foundations für jeden Hauttyp. Die zwei Foundations, die ich am liebsten benutze, sind auf jeden Fall erstens das Studio Fix Fluid. Das ist ja die deckendste Foundation, die MAC anzubieten hat. Dadurch, dass sie so einen hohen Puderanteil hat, kann es halt mal trocken wirken. Aber wenn man genau weiß, wie man es anzuwenden hat, klappt es sehr, sehr gut. Bei dem Studio Fix Fluid habe ich die Farbe NW18. Und nicht wundern, das ist nicht die originale Verpackung. Meine Flasche davon ist leider kaputt gegangen, deshalb musste ich mir so ein Döschen kaufen. Das ist nämlich der Matchmaster. Der Matchmaster ist halt auch mega gut von der Deckkraft, etwas mattierend, nicht zu stark, kann also trotzdem für Leute mit trockener Haut super angewendet werden. Hier habe ich übrigens die Farbe 1,5. Dann geht's weiter mit Puder. Und so das allererste Puder, was ich mir jemals von MAC gekauft habe, ist das Mineralize Powder. Wie der Name hier auch schon sagt, Mineralize sind Mineralien enthalten und es ist kein gepresstes Puder, sondern ein gebackenes Puder. Heißt, das Ganze ist einfach so ein bisschen fluffiger und halt super für Leute, die eine trockene Haut haben, weil sich das Ganze nicht so absetzt und es ist halt ein feuchtigkeitsspendendes Puder. So komisch sich das auch anhört, aber es ist so. Hier habe ich die Farbe Medium Plus. Ebenfalls benutze ich unglaublich gerne das Studio Sculpt Powder. Ich habe hier genau drei Farben. Und zwar einmal habe ich Medium Deep. Das habt ihr auch schon oft gesehen in Videos von mir. Das benutze ich halt ständig zum Konturieren. Dann habe ich Medium Plus. Das ist so momentan der Hautton, der bei mir halt da ist. Also genau der Ton, den ich momentan brauche, um mein komplettes Gesicht abzupudern. Und dann habe ich noch Light, wie ihr seht, schon fast leer. Das benutze ich halt im Winter, wenn ich ein bisschen heller bin von der Haut oder manchmal so in der Mitte des Gesichtes, einfach um es ein bisschen aufzuhellen. Das Coole an dem Studio Sculpt Powder ist einfach, dass es null pudrig aussieht. Also ich benutze die helleren Farben hier nicht mit einem Pinsel, sondern mit einem Schwämmchen und ihr habt dann nachher das Gefühl, das ist halt so wie Porzellan. Also man sieht überhaupt nicht, dass es Puder ist. Es sieht nachher eher aus wie eine Foundation. Auch noch ein cooles Puder, was ich voll gerne benutze, ist von der CC-Serie. Das habe ich auch schon mal in einem Video benutzt und zwar sieht das so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber es ist lila. Das benutze ich zum Beispiel, wenn ich mal so Tage habe, wo ich nicht so den super rosigen Teint habe und eher alles so ein bisschen fahl aussieht. Man sieht nämlich danach so viel, viel frischer aus. Also man hat kein lilanes Gesicht danach, da brauchte ich keine Sorgen machen. Das sorgt halt einfach nur für Frische und ist ein bisschen mattierend. Das lilane Puder hiervon heißt übrigens Illuminate. Dann mache ich weiter mit Blush.
Und da habe ich für euch drei Lieblinge hier von mir. Einmal ist das zum Beispiel Peaches. Der sieht schon sehr mitgenommen aus, die ganze Verpackung, weil ich den, glaube ich, schon 6 Jahre habe. Wie ihr wisst, okay, MAC ist teuer. Dieser Blush kostet 24,50 €. Aber wie ich schon gesagt habe, habe ich den schon 6 Jahre. Und man sieht jetzt gerade mal hier den Boden. Deshalb ist es mir eigentlich ziemlich egal, ob das jetzt 24 € kostet oder 5 € kostet. Denn von den 5 € Produkten müsste ich oft mal was Neues holen, da die nie so gut, also selten gut pigmentiert sind. Und man braucht einfach mehr, also kommt es auf dasselbe hinaus. Dann habe ich hier noch Rosy Outlook. Mega schöner, rosiger Ton, einfach, ja, für ein frisches Aussehen. Und dann habe ich noch Mocha, das ist auch so ein Bestseller von MAC. Der ist halt nicht zu rosa, nicht zu pink, nicht zu rot, nicht zu orange, sondern irgendwas so dazwischen. So ein schönes Altrosa, also benutze ich zum Beispiel super gerne für ein Abend-Make-up, da das nicht zu frisch wird, so für ein Alltags-Make-up, sondern halt irgendwie sehr, sehr klassisch. So, Highlighter. Natürlich fange ich als erstes an mit Soft and Gentle. Kennt wahrscheinlich fast jeder von euch, der sich so ein bisschen mit MAC befasst. Das ist halt der meistgekaufteste Highlighter ever von MAC. Das hier ist noch die alte Verpackung, das hier ist die neue Verpackung. Auch aus der gleichen Serie, wie ich schon gesagt habe, ist halt dieser Highlighter. Das ist halt einfach ein heller Ton, Light Scapade heißt der. Den benutze ich auch mal ganz gerne und ja. Wer lieber auf cremigen Highlighter steht, es gibt ja auch so welche, die lieber so einen Creme-Highlighter benutzen, habe ich hier von MAC Hush. Ich kann diese Farbe gar nicht richtig definieren. Es ist nicht rosa, es ist nicht orange, es ist irgendwas dazwischen. Der gibt halt auch eine ganz, ganz tolle Farbe ab. Als nächstes Lidschatten. Für die Leute, die ein etwas öligeres Lid haben und wo der Lidschatten dann irgendwann im Laufe des Tages immer so hier in der Lidfalte hängt und auf dem eigentlichen Lid nichts mehr übrig geblieben ist, für den habe ich auf jeden Fall eine geile, geile, geile Base. Und zwar ist das Painterly. Der sieht so aus, ist halt eine komplett neutrale Farbe, hat aber eine krasse Deckkraft, das heißt für die Leute, die so ein bisschen Rötungen auf dem Augenlid haben, kleine Äderchen, weil die Haut da halt sehr dünn ist, für die ist der hier halt mega geil. Dann habe ich hier 3 Lidschatten, die ich so gut wie immer benutze. Und zwar ist das als erstes mal Fashion Fix aus der Pro Longwear Serie. Also das hier sind die großen Lidschatten, die sind aus der Pro Longwear Serie. Und dann gibt es halt noch diese klassischen kleinen hier. Fashion Fix habe ich schon Jahre und ich glaube, das war halt mal eine Limited Edition oder die haben die Farbe rausgenommen. Aber es gibt eine neue Lidschattenfarbe aus der Pro Longwear Serie, die ähnlich ist. Ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, wie der genau heißt. Ich weiß aber, dass wir den da haben. Geht einfach mal in den Store und guckt nach einem gräulichen Ton. Also es ist halt einfach so ein super klassisches Grau. Aus der gleichen Serie, Uninterrupted, das ist so eine Farbe. Sieht erstmal krass aus. Aber wenn man nur einmal den Pinsel so ganz leicht reinmacht, kann man das halt auch voll geil in die Lidfalte machen. Oder hier unters Auge und danach noch eine andere Farbe drüber machen. Und man kann das halt mit jeder Farbe mischen und es sieht einfach mega gut aus. Also ich benutze das eigentlich so gut wie immer. Und als Highlighter, was ich übrigens auch wirklich als Highlighter fürs Gesicht benutze teilweise, ist Nylon. Gebe ich eigentlich auch bei jedem Make-up unter die Augenbraue hier vorne rein und manchmal so ein bisschen hier auf die Mitte vom Lid, um das so ein bisschen rausstechen zu lassen. Also der ist wirklich richtig, richtig, richtig geil. Dann Concealer. Und zwar ist dieser Concealer hier, der Pro Longwear Concealer, der einzige, mit dem ich wirklich richtig gut klarkomme. Allerdings auch nur in Verbindung mit dem originalen Beauty Blender. Schön feucht und ja, ihr kennt das aus meinen Videos, ne? Hier habe ich übrigens die Farbe NW20. So, Lippenstifte, das Geilste, was MAC zu bieten hat. In einer unendlichen Auswahl, deshalb habe ich hier auch 5 Lieblinge. Und zwar stehe ich natürlich super auf die matten Lippenstifte, denn ich benutze entweder matte Lippenstifte oder Gloss. Also es gibt so eigentlich bei mir nichts dazwischen. Also habe ich hier schon mal 3 matte Lippenstifte für euch. Übrigens, ich habe schon mal ein MAC Lipstick Lookbook gedreht vor einiger Zeit. Ich schreibe euch hier unten schon mal den Link hin, dass ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal angucken. Ich habe die Lippenstifte immer aufgetragen und euch dann halt quasi gezeigt. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal rein. Ich habe hier als allererstes Please Me. Den kennt ihr vielleicht. Dann ebenfalls matt und auch ein Bestseller ist Kinda Sexy. Das ist halt dieser Ton hier. Voll neutral, also kann man so gut wie zu jedem
Make-up benutzen und auch zu jedem Hauttyp, also es steht eigentlich jedem, dann etwas Dramatisches für den Abend ist Diva. Der ist halt extrem dunkel, also da muss man wirklich perfekt auftragen, dass das noch gut aussieht, weil der ist halt schon echt krass. Dann aus der Satin-Serie. Satin ist halt eine Stufe cremiger als matt, sieht aber auf den Lippen trotzdem noch matt aus. Und das ist aus der Viva Glam Serie. Also wenn ihr den hier kauft mit diesem roten Dings hier, dann habt ihr auf jeden Fall was Gutes getan, weil das wird zu 100% gespendet an den MAC-AIDS Fund. Also gönnt euch die Viva Glam Lippenstifte, dann fühlt ihr euch nicht schlecht, wenn ihr was gekauft habt. Das ist halt einfach ein Nude Tone mit so einem leichten Hauch rosa, dass das halt nicht aussieht wie so eine Make-up-Lippe, weil das ist halt immer etwas uncool. Und ein Cream Sheen, der ist halt mit Pflege so ein bisschen bereichert. Pure Zen ist wirklich traumhaft. Wie ihr seht, er ist leer, also fast. Kommen wir als allerletztes zu den Augenbrauen. Einmal ein Stift, einmal ein Fluid. Die Augenbrauenstifte von MAC. Für Leute, die extrem feine Augenbrauen haben und helle Augenbrauen haben und das einfach nur so ein bisschen auffüllen wollen, wenn sie Lücken haben, kann man damit halt kleine Härchen dazu schummeln. Und das ist nicht so dick, dass man dann so einen dicken Strich da hängen hat, sondern man kann das so fein machen, dass man es halt gar nicht mehr sieht. Und das Augenbrauenfluid, was ich in der Farbe Dirty Blonde habe, was ziemlich dieser Farbe hier entspricht, von dem Augenbrauenstift Fling, das sieht so aus. Und ja, dafür braucht man dann einen feinen Pinsel, kann man sich dann irgendeinen holen, der halt super, super dünn ist. Und damit kann man halt die extrem präzisesten Augenbrauen malen, die man je gesehen hat. So, das war's auch schon. Das sind meine Lieblings-MAC-Produkte. Ja, wie gesagt, ich könnte euch noch 1000 Sachen darüber erzählen. Mich würde es mega interessieren, was eure Lieblings-MAC-Produkte sind. Schreibt es mir mal bitte hier unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr dem Video einfach eine positive Bewertung gebt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!